Erfolg bei Startups, das ist die Ausnahme. Nur 1 von 10 Startups wird wirklich groß und erfolgreich. Der Rest wird insolvent oder wird vielleicht von den Gründern als Hobby weitergeführt. Aber woran liegt das und was sind vielleicht so ein paar Faktoren oder Tipps, die es machen oder die helfen, erfolgreicher zu sein als andere? Wenn wir uns den Anfang beim Startup betrachten, herrscht meistens Euphorie. Man hat eine geile Idee, wo man davon denkt, meine Herren, darauf hat die Welt gewartet, hat ein wirklich cooles Gründerteam um sich geschart und man ist überzeugt, mit denen gehe ich durch dick und dünn, komme, was da wolle. Und vielleicht hat man auch, sei es von Friends and Families oder schon den ersten Business Angel an der Hand und hat ein bisschen Geld auf dem Konto. Und dann legt man los. Und dann trifft die Idee, die man hat, auf die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist manchmal anders, als wie sie im Businessplan beschrieben ist. Zuerst rennen einem die Kunden vielleicht gar nicht die Tür ein. Wir hatten das damals, als wir den Mobilfunkanbieter Blau gelauncht hatten, im September 2005, haben wir auch gedacht, wir haben den günstigsten Handytarif in Deutschland, da müssen doch gleich alle kommen und wechseln und Geld sparen. Es kam so gut wie keiner. Dann gibt es noch den Wettbewerb. Und das ist auch ganz was Blödes, weil der ist fiese und gemein, hat meistens tiefere Taschen und kopiert auch noch ganz schamlos die eigenen Ideen, ohne dafür auch nur Danke zu sagen. Und die Komplexität, die in so einem Startup herrscht und sich aufbaut, die wird auch von den Gründern meistens komplett unterschätzt. Und so Stück für Stück sitzt man da als Gründer und ich habe das zweimal hinter mir und spürt den Kontrollverlust und denkt so, was passiert denn hier? Das Team wird immer größer, die Aufgaben immer mehr und auf einmal kommen Aufgaben auf einen zu, wo man sagt, Gott, wer soll die denn lösen, wenn wir noch nicht mehr die Fähigkeiten dafür an Bord? Und, jetzt muss ich einmal auf meinen Zettel gucken. Hallo. Ja, das ist ja hier. Und das Team, was man dort hat, auf einmal ist es nicht nur ein Team, es sind mehrere Teams. Man hat Abteilungsdenken, die berühmten Politics setzen ein, der Flurfunk wird zum meistgenutzten Informationskanal und der Druck, der auf den Gründern lastet, in dieser Dynamik, die dann in diesem Startup herrscht, ist enorm. Und das ist dann für ein Gründerteam erstmal, die müssen das erstmal aushalten. Und anstatt sich dann auch noch auf die eigene Firma zu fokussieren, auf das Produkt, die Idee, die Kunden, die Mitarbeiter, ist meistens das Geld knapp und man ist eigentlich permanent im Fundraising und nie in der eigenen Firma. Ziemlich düsteres Bild, aber jetzt kommen die Tipps, wo man vielleicht es schaffen kann, wenn man sie ein bisschen beherzigt, ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, auf der Erfolgsspur zu sein. Und der erste Faktor, den wir immer für besonders wichtig halten, das besteht eigentlich aus 3 Dingen. Das erste ist Team, das zweite ist Team und das dritte Team. Sehr gut, einer hat es gewusst. 70% aller Gründungen scheitern, weil sich das Gründerteam zerstreitet, nicht einig ist über den Weg, den man machen will. Also dieses Team hat wirklich eine entscheidende Rolle. Aber, und das ist aus meiner Sicht auch noch ein Fehler, den viele Teams machen, man denkt immer nur bei Team an die Gründer und vielleicht maximal noch die Führungsleute. Aber in einem Startup gehört jeder zum Team. Der Praktikant genauso wie der Gründer. Und das muss man wirklich verinnerlichen und beherzigen. Und wenn man dann neue Leute zu seinem Team dazu holt, haben wir immer einen Spruch gehabt, der unser Leitbild war. Wir haben immer gesagt, wir schicken lieber einen guten Kandidaten nach Hause und suchen so lange weiter, bis wir einen sehr guten gefunden haben. Klingt so schön in der Theorie, in der Praxis, wenn der Druck da ist, die Aufgabe erledigt werden muss, neigt man halt doch schnell, den einzustellen, der gerade verfügbar ist und nicht derjenige, der eigentlich wirklich gut ist. Aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, sucht weiter,
es hilft euch mehr, als die B-Lösung ranzuholen. Und zweite Mal. Und wenn man dann meint, man hat einen sehr guten eingestellt, heißt das noch lange nicht, dass er auch wirklich sehr gut ist. Also es gehört auch dazu, den Mut, Leute wieder freizusetzen, Mut, Leute zu entlassen. Auch das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um wirklich ein gutes Team zu haben. Der zweite wichtige Faktor ist Verantwortung delegieren. In einem Startup am Anfang, wenn ihr eine Handvoll Leute seid, hat man das Gefühl, man kann doch alles beherrschen. Aber mit zunehmender Größe, zunehmender Geschwindigkeit, diesem Kontrollverlust, der einsetzt, muss die Verantwortung delegiert werden. Und auch hier haben wir für uns in unseren Firmen ein Leitbild immer gehabt und haben unseren Leuten immer gesagt, fragt nicht um Erlaubnis, bittet um Verzeihung. Wir wollten, dass die Leute, die Guten oder die sehr Guten sogar, die wir eingestellt haben, wirklich eigenständig Entscheidungen treffen, das Unternehmen voranbringen. Und wenn alles immer über den Tisch der Gründer läuft, dann wird man nie die Geschwindigkeit erreichen, die man wirklich braucht, um den Wettbewerb abzuhängen oder zu überholen, je nachdem, an welcher Stelle man gestartet ist. Und es ist auch wichtig, dass wenn man auch Hierarchien in einem Startup aufbaut, dass man den Informationsfluss nicht bremst. Es kann nämlich durchaus sein, dass die Ideen von einem Praktikanten oder vom normalen Mitarbeiter besser sind als die eigenen oder die von der Führungskrew. Dritter wichtiger Faktor ist, schafft euch eine eigene Unternehmenskultur und eigene Werte. Bei Blau hatten wir so nach anderthalb, zwei Jahren drei Werte definiert, die jeder Mitarbeiter erfüllen musste. Das erste haben wir gesagt, unsere Mitarbeiter müssen ehrgeizig sein, weil wir waren in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld. Das zweite, sie mussten effizient sein, weil im Discount-Segment hat man dünne Margen und wir brauchten Leute, die diese Effizienz mit sich brachten. Und dann dachten wir aber, gut, dann haben wir ehrgeizig und effiziente Leute, aber sie müssen auch kein Arsch sein. Also ehrgeizig, effizient, kein Arsch. Und genau so haben wir das in alle unseren Unternehmenskommunikationen aufgenommen. Auch wenn wir Leute gesucht haben. Dann kriegten wir einige Mails, weniger höflich, und sagten, was seid ihr denn für ein komischer Verein? Sowas kann man auch nicht schreiben. War uns klar, der passt nicht ganz so gut zu uns. Und andere haben gesagt, ey, das klingt cool, da will ich mehr wissen. Da waren wir schon ziemlich sicher, der könnte besser bei uns reinpassen. Und schafft auch eine Kultur, gerade im Startup, wo ihr die Leute mitnimmt, wo Transparenz herrscht. Die müssen wissen, wie es dem Unternehmen geht. Die müssen dran glauben, die müssen der größte Fan von eurer Idee werden und sie sind dann mit der beste Botschafter, um andere Leute davon zu überzeugen. Der vierte Punkt als wichtiger Faktor ist Flexibilität und den Mut, Regeln zu brechen. Als wir, ich hatte es vorhin gesagt, mit Blau gestartet sind, haben uns die Kunden nicht die Tür eingerannt. Und hätten wir gesagt, naja, aber wir haben das so im Businessplan beschrieben und wir machen einfach so weiter. Und hätten wir nicht ein bisschen unser Geschäftsmodell angepasst, wären wir schneller in die Insolvenz gerutscht, als wir hätten was dagegen machen können. Und dann gehört es aber nicht nur, das anzupassen, sondern man muss dann auch mal den Mut haben, neue Wege zu gehen. Und im Mobilfunk-Discount-Segment waren wir nicht die Ersten, die das hatten. Es gab auch in vielen anderen Ländern schon dieses Geschäftsmodell. Und alle hatten eins gemeinsam. Man hat gesagt, die SIM-Karten vertreiben wir ausschließlich übers Internet. Wir haben dann gesagt, na gut, im Internet werden wir nicht einen Blumentopf gewinnen, weil der Wettbewerb zu intensiv ist. Also sind wir in den Handel gegangen. Das war der Schlüsselpunkt für unseren Erfolg. Dort haben wir dann eine Handelsoberfläche aufgebaut und kein anderes uns gefolgt. Und so waren wir in der Lage, von 20.000 Kunden in zwei Jahren auf 2 Millionen Kunden anzuwachsen. Der fünfte Faktor, wenn ihr VC-Finanzierung habt, also Venture Capital Finanzierung, und hier in Europa unterwegs seid, habt ein Geschäftsmodell, wo ihr schnell Monetarisierung zeigen könnt. Ich kenne das selber als VC.
die Geduld, Verluste, Ewigkeiten vorzufinanzieren, ist irgendwann begrenzt. Das ist ein Riesenunterschied zu den USA, wo Twitters, Facebook, Geschäftsmodelle möglich sind, die jahrelang keinen Cent erwirtschaften. Also, wenn ihr hier nicht in so eine Situation kommen wollt, wo die VCs das Vertrauen verlieren, müsst ihr in überschaubarer Zeit auch Monetarisierung zeigen. Und wenn ihr diese Faktoren beachtet, Team, Flexibilität, Mut, Regeln zu brechen, Verantwortung delegieren, Geschäftsmodell, was monetarisiert und eigene Kultur, eigene Werte, werdet ihr die Wahrscheinlichkeit ein Stück erhöhen, vielleicht das eine Startup zu sein, was groß und erfolgreich wird. Aber am Ende gehört auch ein bisschen Glück dazu, das richtige Timing zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber gebt dem Glück auch eine Chance. Danke.